Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier zum zweiten Teil meines Videos zu einer Reihe, wie erstelle ich eine vorwissenschaftliche Arbeit. Und in diesem Video geht es hier darum, dir zu zeigen, wie man bei vwa.vlern.at, wie man hier einen Arbeitsplan entwirft. Wir haben es im vorgehenden Video schon besprochen, wie man eine Forschungsfrage entwirft, welche ersten Schritte man angehen sollte. Und jetzt geht es darum, einen Arbeitsplan zu entwerfen. Es geht also darum zu schauen, wann erledige ich welche Schritte? Ich zeige dir hier gleich einmal am Anfang hier ein Diagramm, bei dem die einzelnen Schritte, die auf jeden Fall zu gehen sind, vorgegeben sind. Das heißt, im ersten Schritt sollte man eben diesen Arbeitsplan erstellen, von dem ich jetzt gerade hier spreche. In diesem Arbeitsplan sollte man die Forschungsfrage eben festlegen und eben sich die Frage stellen, in welcher Zeit ich eben diese Forschungsfrage beantworten kann. Wenn ich eben hier noch zu keiner genauen Vorstellung komme, sollte ich die Forschungsfrage noch einmal überarbeiten, um dann zu schauen, okay, war sie zu allgemein gefasst, würde ich zu lange brauchen zum Beispiel. Im nächsten Schritt geht es dann darum, dass man nach geeigneter Literatur sucht. Man hat ja schon im Vorfeld, wenn man sich die Forschungsfrage arbeitet, ebenfalls schon einiges gelesen, aber hier geht es darum, eben noch weitere Literatur zu sichten oder weitere Befragungen vielleicht durchzuführen. Also je nach Methode, die man hier gewählt hat, versucht man eben hier ein weiteres Wissen zu gelangen. Dann geht es im nächsten Schritt darum, wenn man sich einen Überblick über das Gebiet dann schon verschafft hat, das man da bearbeiten möchte, geht es darum dann, hier mal ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Das heißt, man erstellt ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis und schaut dann, welche Kapitel, welche Teile meiner Arbeit möchte ich eben dann wirklich erarbeiten. Diese Kapitel sollen halt immer dazu dienen, die Forschungsfrage zu beantworten. Dann geht es eben darum, dass man sich überlegt, okay, ich habe ein Vorwort, eine Einleitung, ich habe Kapitel 1, 2, 3 und so weiter. Bis wann möchte ich zum Beispiel das Vorwort geschrieben haben? Bis wann die Einleitung, bis wann das erste, zweite, dritte Kapitel und so weiter. Und da legt man sich die entsprechenden Zeitpunkte fest, bis wann man das eben geschafft haben möchte. Dann geht es letztlich dann im nächsten Schritt darum, dass man dann auch, wenn man diese Kapitel fertiggestellt hat, dann auch ein Fazit formuliert. Das heißt, was habe ich in dieser Arbeit gelernt? Was möchte ich anderen mitgeben? Dann geht es darum, ein Abstract zu verfassen, das man letztlich darin festhält, im Umfang von 1000 bis 1500 Zeichen. Was ist so kurz gefasst das Wesentliche an meiner Arbeit? Was habe ich herausgefunden? Welche Antwort auf meine Forschungsfrage habe ich gefunden? Das Ganze sollte bei einer vorwissenschaftlichen Arbeit entweder in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Und einen Umfang von 1000 bis 1500 Zeichen, inklusive Leerzeichen. Nachdem ich hier diese Punkte erledigt habe, geht es letztlich darum, nochmal drüber zu schauen, bin ich mit all diesen Punkten fertig? Habe ich das Inhaltsverzeichnis fertiggestellt? Ist das Literaturverzeichnis fertiggestellt? Habe ich ein Abbildungsverzeichnis? Habe ich also Abbildungen in meiner Arbeit verwendet, die ich hinten in einem Verzeichnis anführen möchte? Verwende ich Tabellen? Die kann man auch mit einem Tabellenverzeichnis festhalten. Und last but not least ist es wichtig, aus meiner Sicht eine eidesstattliche Erklärung über die Eigenständigkeit der Arbeit zu hinterlegen. Was ist das? In dieser eidesstattlichen Erklärung erklärt man, dass man wirklich die gesamte Arbeit selber verfasst hat und nicht irgendwo Dinge abgeschrieben hat, die man dann auch nicht angegeben hat. Und parallel dazu, das heißt gleichzeitig, sollte man auch das sogenannte Begleitprotokoll fertigstellen. Da werde ich an einer anderen Stelle noch eingehen. Wenn du bist verpflichtet, während dem Erstellen deiner Arbeit immer wieder Protokoll zu führen, was du wann gemacht hast. Und dieses Begleitprotokoll wird dann auch in die VWA dann aufgenommen. Das heißt, man sieht dann, man hat dann das erste Kapitel zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt, das zweite zu diesem Zeitpunkt und so weiter. Das heißt, es wird laufend geschaut, wie weit ist man. Man vergewissert sich also, ob man im Zeitplan noch drinnen ist gewissermaßen. Und last but not least gehört das hier ebenfalls zeitlich dazu, betrifft sich das, diese inhaltliche und formale Kontrolle. Das heißt, schauen wir, dort gibt es Rechtschreibfehler. Ist es mit den Kapiteln, hat das alles hingehaut. Und dann kommt es letztlich dann zur Abgabe, Ende Jänner, Anfang Februar, an der 8. Klasse. Abgabe der VWA, gedruckt, ausgedruckt und elektronischen Umfang von 40.000 bis 60.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen, exklusive Vorwort, Inhalts- und Literaturverzeichnis. Dann hat man einen großen Teil schon geschafft und dann kommt der letzte Schritt, wo es dann um die eigentliche Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit dann im Rahmen der
Reifeprüfung dann kommt. Jetzt haben wir hier diesen Ablauf einmal gehabt und jetzt zeige ich dir meine Vorstellung vom Arbeitsplan. Ich habe hier den Arbeitsplan im ODS-Format, das heißt ein Open Office oder LibreOffice Writer Format, also nicht Writer, sondern Calc-Format und dann im XLS, das heißt im Excel-Format. Hier auch das Ganze nochmal im PDF-Format. Wesentlich ist, dass dieser Arbeitsplan hier dann in einzelne Punkte unterteilt ist, die schon vorgegeben sind. Wenn ich das jetzt hier mal da rein noch durchgehe, dann hätte ich hier vorgesehen, zum Beispiel, dass schon in der 7. Klasse im September der 4. Woche Einzelschritte abzuarbeiten sind. Zum Beispiel Studium der MAIME VWA Diplomarbeit erste Schritte. Das war das, was wir im vorgehenden Video besprochen haben, hier unter den ersten Schritten. Und so habe ich einzelne Punkte eben dann in diesem Arbeitsplan dann vorgesehen, die man dann der Reihe nach abarbeiten sollte. Und da steht zum Beispiel drinnen, dass man ein Begleitprotokoll dann ebenfalls zusenden sollte, nämlich an die E-Mail-Adresse des Betreuers oder der Betreuerin. So steht das dann da drinnen, diese einzelnen Schritte, die man dann durchgehen sollte. Dasselbe betrifft auch die 8. Klasse. Und dieser Arbeitsplan, den sollte man dann dementsprechend eben dann im September dann schon fertiggestellt haben. Also sollte man hier schon anfangen, dann damit dann zu arbeiten, sich überlegen, wann ich dann mit dem fertig bin. Und sollte den auch laufend dann immer wieder verändern, wenn dann irgendetwas schneller geht oder auch langsamer geht. Und man sollte immer schauen, dass man diese Ziele dann dementsprechend dann eben einhält. Wenn man jetzt hierher klickt auf Arbeitsplanformular ODS, bekommt man dementsprechend dann ein Formular eingeblendet bzw. geöffnet. Jetzt hier einblende, dann kann man hier dann umschalten zwischen Arbeitsplan der 7. und der 8. Klasse. Man kann hier dann zum Beispiel dann etwas einfüllen, könnte hier in der 2. Woche was einfüllen. Und diesen Arbeitsplan wird immer wieder aktualisiert, man sieht ja schon ein paar Fixpunkte, auch für die 8. Klasse. Und kann dann immer wieder laufend durchschauen, welche Bereiche man dann aktuell dann gerade bearbeitet, wie weit man da gekommen ist. Ich habe das hier noch einmal heraus auf der Webseite auch eingefügt. Und das wäre hier meine Vorstellung zur Erstellung eines Arbeitsplans. Wenn ich es nochmal zusammenfasse, überlegt man sich, wann man welche dieser Schritte des Diagramms man macht und fügt dann diese einzelnen Schritte, die sie vorhaben, bis wann man diese einzelnen Punkte eben dann erfüllt haben möchte, in dieses Arbeitsplanformular. Füllt man es dann ein und sendet es dann an die Betreuer und an den Betreuer. Und somit, und das macht man regelmäßig. Das heißt, man immer wieder den aktuellen Stand des Arbeitsplans wird dann weitergereicht und so hat dann man selber dann auch eine Kontrolle, ob man dann praktisch hinterm Plan ist oder ob man den Plan anpassen muss und sich vielleicht doch mehr Zeit nehmen muss, um diese Arbeit dann auch fertigzustellen.